Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Schnell hier weg. Ich habe ganz wenig Herzen. Oh nein, das sind noch mehr Zombies. Oh nein, oh nein. Ukri, weg mit denen. Weg mit denen. Komm hier lang. Komm hier lang. Schnell, 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 schnell. Hier hoch, bitte. Hier hoch. Komm schnell. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm schnell nach oben. Schnell oben. Schnell hier raus. Schnell hier raus. Komm mit, Billy. Komm mit. Warte mal. Die Sonne ist aufgegangen. Die Sonne ist aufgegangen. Die Zombies verbrennen. Die Zombies verbrennen. Pass auf, Ukri. Leute, zerstör sie. Zerstör sie. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Zack, 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 zack. Au, ein Herz. Oh nein, Billy. Pass auf. Ich helfe dir. Das ist so stark. Die verbrennen. Keine Sorge. Renn einfach weg. Renn einfach weg. Die verbrennen. Alter. Das war knapp. Das war knapp, Junge. Die haben uns fast bekommen. Leute, Zombie-Apokalypse in Simcoe City ausgebrochen. Die Sonne ist zum Glück noch aufgegangen. Aber warte mal, ich habe ein Problem. Ich habe richtig wenig Leben. Und sobald es nachts ist, dann kommen die ganzen Zombies. Die sind jetzt wahrscheinlich alle hier im Haus. Die warten alle nur auf uns. Okri, das ist gar nicht gut. Was haben wir jetzt bloß nur tun? Ich weiß es nicht. Zum Glück konnten wir überleben. Billy, aber warte mal, was ist mit den anderen? Geht's dir gut, dir? Geht's dir gut, Sohnemann? Ja, Papa, mir geht's gut. Du hast uns gerettet. Zum Glück wusstest du, wo wir sicher sind. Ja, eigentlich hat uns die Sonne gerettet. Ja, ganz genau. Eigentlich hat uns die Sonne gerettet. Aber trotzdem, geht's meiner Familie auch gut, Sohnemann? Wie geht's dir denn? Oh Mann, der kleine Stinker, dem geht's bestimmt gut, Billy. Papa, ich bin dein Sohn, Alter. Mir geht's immer gut. Ja, ihm geht's gut. Sehr gut, Leute. Aber wisst ihr, das Problem ist, Billy, ich hoffe, deiner Frau geht's auch gut. Mir geht's bestens. Oh Mann, Billys Familie ist echt wirklich super nett. Und wenn dir irgendwas geschehen wäre, dann wäre ich super traurig. Leute, zum Glück haben wir es überlebt. Aber sobald es nachts ist, kommen die hier alle raus und werden uns wahrscheinlich hier oben alle auffressen. Wir haben Glück, dass die jetzt alle dort drin bleiben, weil es tagsüber ist. Die kommen also nicht mehr raus. Aber Ukri, was sollen wir jetzt nur tun? Ich weiß nicht. Was sollen wir jetzt tun, Digi? Ich bin komplett verwirrt. Ich bin überfordert. Mein Kopf explodiert gleich. Billy, 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 ich glaube, ich habe eine Idee. Schau mal hier vorne. Hier ist ein Helikopterlandeplatz. Ich weiß, was du vorhast. Wir müssen ein großes SOS bauen. Ganz, nein. Wir müssen einen Helikopter bauen auf dem Helikopterlandeplatz und dann damit abheben. Das ist unser einziger Ausweg. Denn wir haben keinen Eingang. Wir haben keinen Ausgang. Wir müssen nur, wir können nur entkommen, indem wir hochfliegen in die Luft. Ey, Ukri, das ist voll schlau, aber, warte mal, wie sollen wir das tun? Von wo willst du die Blöcke herbekommen? Hast du eine Spitzhacke, um das hier alles abzubauen? Stimmt, das ist das Problem, Billy. Ich würde sagen, ich baue meinen Helikopter hier und du deinen, dort hinten. Aber wir brauchen davor noch den Kreativmodus. Leute, ihr müsst uns alle ganz, ganz schrecklich gut helfen, ja? Leute, bitte, bitte, bitte. Ihr müsst allen Like da lassen und ein Abo, damit wir den Kreativmodus für 20 Minuten nur bekommen und den riesigen Helikopter bauen, womit die unsere Familie und unsere Freunde retten können. 20 Minuten reichen schon komplett aus. Ganz genau. Und der muss auf jeden Fall am Schluss dann fliegen können, Leute. Deswegen lasst ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden, damit wir den bauen können. In 1. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Und jetzt. Alle Like da abonnieren, schnell. Lasst alle Like da und ein Abo, Leute. Oh ja, schnell, sonst pupse ich euch an. Sohnemann, nicht pupsen. Du bist doch nicht so wie Billy einen. Nix, Billy. Okay. Du bist ein guter Junge. Hat's funktioniert, Leute? Wow, siehst du das? Ich glaub, es funktioniert. Wow. Danke, Leute, es hat funktioniert. Ich kann jetzt fliegen, schau dir das an. Ja, bei mir auch, schau mal. Oh, guck mal. Sehr gut, jetzt müsst ihr uns beschützen. Bitte, bitte, bitte. Ja, keine Sorge, ich und Billy werden euch beschützen. Ich würde sagen, Billy, du baust mal dort vorne deinen Helikopter und ich baue meinen für meine Familie. Und vielleicht passen die ganzen alle nicht zusammen rein. Deswegen müssen wir am besten immer zwei bauen, okay? Falls einer kaputt geht. Ganz genau, mein Helikopter wird viel besser. Hä? Was? Du willst einen besseren Helikopter als meinen bauen? Oh ja, ich kann nämlich meine Familie besser beschützen als du. Und übrigens, du darfst nicht rein, wenn die Zombie-Apokalypse wieder ausbricht. Haha. Dein Ernst? Ey, okay, wie du willst, Billy. Geh du auf deine Seite. Ich bleib hier und ich werde jetzt für dir und meinen kleinen Sohn Ukri Pups, Ukri Junior meine ich natürlich. Papa, wie hast du mich genannt? Ist das dein Ernst, Ukri? Hast du gerade den Namen von unserem Sohn vergessen? Nein, sorry. Auf jeden Fall, wir haben 20 Minuten Zeit, bis die Sonne untergeht. Schaut, die Minecraft-Sonne geht schon unter. Und dann müssen wir unseren fertigen Helikopter haben, damit wir abhauen können. Ukri, viel Spaß beim Bauen, ne? Na gut. Ja, danke dir, Billy. Billy, aber ich werde besser als du bauen. Okay, Leute, wir müssen anfangen mit dem Helikopter. Ich würde sagen, wir nehmen uns als erstes die Stufen. Denn wir brauchen jetzt richtig coole Stufen für unseren Helikopter, womit wir
wie nennt man das da unten, Leute, beim Helikopter? So, wir haben uns jetzt diese Stufen geschnappt für das Landgestell, Leute. Also, worauf der Helikopter sozusagen landen wird. Und das bauen wir jetzt hier vorne. So, zack, zack, zack. Einmal hier, so. Ich glaube, das sieht sogar eigentlich... Leute, seht ihr schon ein bisschen die Ähnlichkeit zu einem Landgestell, zu einem Helikopter? Oh, mein Helikopter muss am Schluss unbedingt abheben. Das ist super wichtig. Billy, also, ich weiß ja nicht, was machen wir eigentlich, wenn unser Helikopter am Schluss überhaupt nicht losfliegt? Dann können wir unsere Familie nicht retten. Oh, warte mal, du hast recht. Warte mal, mein Helikopter ist so gut, der wird losfliegen. da bin ich mir sicher. Was baust du da überhaupt, Billy? Also, ich meine, das ist doch kein Helikopter, oder? Doch, das ist ein Helikopter. Das, was du machst, ist kein Helikopter. Was ist das denn, hör? Billy, deine Familie tut mir etwas leid, muss ich dir ehrlich sagen, weil wenn dieser Helikopter fliegt, dann fresse ich deinen Pupsi, ganz ehrlich. Der wird niemals abheben. Oh, stimmt, du hast recht. Da fehlt was. Ich muss das ein bisschen länger machen. Nein, warum ist ein Helikopter aus Erde und aus Holz? Naja, ich lass mich nicht ablenken. Ich muss meinen eigenen Helikopter bauen. Oh Mann. Ey, was redest du da, Alter? Ich mache jetzt sofort weiter. Boom, 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 boom. Also, wenn Billy das wirklich schafft, abzuheben, sein Helikopter, ne? Leute, dann glaube ich wirklich an alles. Dann glaube ich wirklich an alles. Dann glaube ich sogar, dass Billy natürlich cool ist. Wieder abheben. Hä? So, guck mal, ich mache schon hier diese Windschutzscheibe oder was das auch immer ist. So, easy peasy, lemon peasy, Alter. Let's go. Okay. Aber ich habe erst das Land gestellt. Ich muss mich beeilen, Leute. Okay, die Sonne geht immer weiter unter. Das ist gar nicht gut. Freunde, aus was machen wir unseren Helikopter? Also, ich würde dir empfehlen, Holz zu benutzen, weil was ist besser? Auf Holz ist das Fall Beste. Ich benutze natürlich Diamanten. Weil Diamanten sind mein Lieblingserz. Als ob du das nicht wusstest. Freunde, irgendwie sah das erstmal so aus wie ein Boot. Dann jetzt sieht es aus wie ein Zug. Das wird ein Helikopter, ja. Das wird kein Helikopter. Oh Mann, was machen wir mit deiner Familie am Schluss? Das sieht aus wie ein... aus wie ein Huhn. Was redest du da, Alter? Okay, ist dein Ernst? Junge, okay, wenn du so gehst, ja, hier, das sieht so aus wie, Treppen, genau, guck mal, ich kann hier hochgehen. Das ist auch das Landgestell, das muss auch wie eine Treppe verlaufen, das ist immer so. Ist dein Ernst, Alter? Deine arme Familie, Alter, Diamanten, igittigit, Alter, weg damit, Alter. Diamanten sind super sicher und die Zombies werden die Diamanten auch nicht zerstören können in der Nacht. Aber Erde, da kommt jedes Zombie durch. Bei Erde? Nein, Alter. Ich glaube, du unterschätzt ein bisschen Erde. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, Ukri, dass Erde ultra stark ist, Alter. Leute, was haben wir da? Hashtag Diamantengang, wenn ihr auch findet, dass Diamanten krasser aussehen. Nein, schreibt alle Hashtag Pupsigang. Was ist besser? Hashtag Diamantengang oder Hashtag Pupsigang? Pupsigang an die Macht. Leute, nein, alle Diamanten schnell in die Kommentare. Schnell. Nein, alle Pupsigang, let's go. Diamanten müssen gewinnen, Leute. Schreibt alle in die Kommentare, der Hashtag Diamantengang. Aber so richtig. Pupsi, die Kommentare schreiben alle hin. Nein. Oh Mann, okay. Ey, Billy, lass uns lieber weiterbauen, bevor wir hier noch komplett streiten oder uns selber bekämpfen. Dann wir sollten uns nicht streiten, ne? Ja, du hast recht. Spaß, Alter, Juri, werde ich aufnehmen. Junge, dein Ernst, Alter, warum bist du so fies, Junge? Ich bin nicht fies, Mann. Ja, okay, weißt du was? Billy, ich mache jetzt weiter. So, unser Helikopter muss echt groß sein, damit unsere ganze Familie dort reinpasst. Das ist super wichtig, weil ich meine, Billy ist eigentlich auch groß. Seine Familie passt da bestimmt rein, aber ob der Helikopter fliegt, ist halt die Frage bei ihm. So, wir bauen das Grundgerüst hier zu Ende, Leute, und dann fangen wir sofort an, alles von innen aufzubauen. Aber, oh Mist, Leute, uns fehlen ja noch die Propeller. Uns fehlt ja eigentlich voll viel. Wir haben noch überhaupt keine Turbinen. Wir haben kein Cockpit, Leute. Der Rumpf ist auch noch nicht ganz fertig, aber keine Sorge, wir machen das alles fertig. So, hier unten, das machen wir weg, Leute, damit der Helikopter auch eine gute Form bekommt. Was mir gerade auffällt, die Helikopterform ist doch überhaupt nicht so, oder? Wir müssen doch eigentlich beim Helikopter hier vorne sozusagen den Schwanz zum Helikopter hinmachen. Das heißt, er muss so ein bisschen, eng sein, weil dort vorne sind doch diese Rotorblätter ganz hinten. Okay, also das sieht eher schon aus wie ein Helikopter, oder? Oder, Leute? Okay, ich hoffe, das wird was. Ich mache das jetzt einfach mal weiter, Leute. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, hier ein gutes Grundgerüst aufzubauen. Wenn wir das fertig haben, Leute, dann werde ich euch zeigen, wie wir weitermachen. Wir werden einen Motor einbauen und alles drum und dran, damit unser Helikopter auch am Schluss abheben kann, bevor die Zombies uns alle auffressen. Das ist super wichtig. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, hier machen wir weiter. So, zack, zack, zack. Ey, Billy, sag dir eine Sache, Junge. Dein Helikopter ist... das sieht aus wie eine Maus jetzt. Das sieht aus wie eine Maus mit... Ist das der Propeller dort oben? Es wird niemals fliegen können. Okay, ist dein Ernst? Weißt du was? Du siehst aus wie ein Diamantklump. Oh, hab's genommen, Alter. Redest du? Du siehst aus wie ein Pupshaufen, Billy. Junge, Helikopter sieht richtig gut aus, Alter. Kannst mir sagen, was du willst. Ja, also, Billy, ich glaube, du träumst ein bisschen oder so, ganz ehrlich.
Also, okay, ich will ja nichts sagen, aber will deine Familie wirklich ohne Dach leben? Also, ein Hubschrauber? Ich hab's doch gar nicht fertig, mach's doch fertig, hey! Peinlich, Juchen, peinlich einfach! Also, ich bin schon fast fertig, während du noch rumeierst, Alter, du Noob. Ich rum am Eiern? Nee, du bist am Rumeiern, ganz ehrlich. Nein, du bist an Rumeiern! Du bist ein Ei! Oh, nein, das geht zu weit. Du bist an Pups! Nee, das geht zu weit, Junge! Oh Mann, Leute, Billy ist echt nervig, aber wisst ihr was? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Wie gesagt, ich muss jetzt den krassesten Helikopter aller Zeiten bauen. Hehe, einen Hubschrauber. Ja, das habe ich alles gehört. Nee, weißt du was? Ich mache jetzt weiter. Und ich lasse mich nicht ablenken. Am Schluss werde ich noch, wirst Billy noch selber zum Hubschrauber, weil seiner so schlecht ist. Hey, was soll das? Nee, Leute, er wird alles heimgezahlt bekommen. Hey, Leute, ich habe eine Idee. Lass uns Billy ein bisschen pranken. Wir nehmen, guck mal, wir nehmen hier vorne TNT und obwohl, sollen wir das wirklich machen, Leute? Das wäre doch ein bisschen fies, oder? Ich habe eine Idee. Ich habe ein TNT, was keinen Schaden an Gebäude macht, aber richtig lustig ist. Schaut euch das mal an und boom! Ups, falsch geplatziert. Ich habe deine Familie schon lange gelöscht. Alles gut, ich bin Feuerwehrmann. Okay, Leute. Kann es sein, dass du es warst? Nein, da ist ein Blitz eingeschlagen, weil dein Helikopter so schlecht aussieht. Aber hat das so viele Blitze? Nee. Keine Ahnung. Alles gut, ja, alles gut. Ich werde ihn jetzt auch bringen. Was hast du da vor? Hey, was soll denn da unten? Jetzt wird deine Familie brennen. Wow, Alter. Was? Ja, komm mal. Nein, bist du verrückt, Billy? Bist du verrückt? Was für ein Brennen? Geht's dir gut, dir? Tschüss, ich baue weiter. Ha. Was sollte das denn gerade von ihm werden? Aber alles gut, uns geht's gut. Du hast uns gerettet. Der ist so fies, dem werden wir es noch zeigen, Papa. Oh Mann, Leute, was hat Billy denn gerade angestellt? Der ist doch verrückt. Okay, so, zack, wir nehmen das Wasser hier wieder weg. Und jetzt wird's Zeit, den Helikopter zu Ende zu bauen. Ich meine, ich habe jetzt schon immerhin mein Cockpit fast hier vorne fertig. Ich muss hier noch das Lenkrad und alles sozusagen oder die Steuerung vom Helikopter hinbauen. Aber ansonsten bin ich schon fast fertig mit dem Grundgerüst. So, hier entlang, so, zack, zack, zack. Und jetzt machen wir das alles noch zu Ende, Freunde. Hier muss das dann nach oben gelenkt werden. So, ich glaube, von der Größe her ist der Helikopter auch perfekt, würde ich sagen. Oh Mann, Leute, ich hoffe echt, dass der am Schluss dann losfliegt. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um das nicht zu verpassen, wie wir vor den Zombies mit unserem fliegenden Helikopter abhauen werden. Let's go! Und jetzt lasst alle nochmal ein Like da und ein Abo, damit das Grundgerüst in 3 Sekunden fertig ist. Okay, Leute, liken, abonnieren, falls ihr es noch immer nicht getan habt, in 3, 2, 1 und let's go! Und let's go, Leute! Wir sind sozusagen jetzt fertig. Boah, warte mal. Das ist schief. Was habe ich hier gemacht? Leute, ihr habt, glaube ich, zu wenig Likes. Das, ganz genau, das liegt an euch. Nein, Spaß, Freunde. Oh Mann, was habe ich gemacht? So, jetzt ist es aber gerade. Und zack, einen Moment. Jetzt sind wir fertig mit dem Grundgerüst sozusagen. Ganz genau. Ja, perfekt, Leute. Hier vorne auf den Block weg. Und jetzt ist es gerade. So, hier vorne den Block weg. Jetzt ist es symmetrisch. Sehr gut. Okay, wir haben sozusagen unser Grundgerüst fertig, wie gesagt, Leute. Und jetzt müssen wir nur noch unseren Propeller und unser Triebwerk und alles hinbauen. Und dann sind wir schon fertig und wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Boah, ich frag mal Billy, wie viel Zeit wir noch haben. Billy, weißt du ungefähr, wann die Sonne untergeht? Ich meine, die steht schon echt tief. Was ist Suche? Ich hab gerade gebaut. Leute, schaut euch das mal an. Die Sonne geht dort langsam unter. Seht ihr das? Es wird langsam nachts, wenn der Mond kommt. Ich glaube, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, oder? Ja, ich glaube, ich sehe den... Dort vorne schon den Mond. Ich glaube, das ist der Mond. Oh nein, wir haben echt nur noch 5 Minuten Zeit oder so, Leute. Wir müssen uns echt beeilen. Ehrlich, Alter, ist immer noch nicht fertig. Der hat nicht mal Propeller, Alter. Ja, du hast recht, muss mich echt beeilen. Aber der sieht voll cool aus. Let's go, weiter machen. Genau, so wie meiner. So, ich mache jetzt weiter. Nee, auf keinen Fall. Oh Mann, Leute, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Die Sonne geht ja echt runter. Dann kommen die ganzen Zombies uns holen. Freunde, wir machen hier vorne noch ganz, ganz schnell richtig viel Glas rein. So, zack, let's go. Damit wir auch noch ein paar größere Fenster haben. Sonst haben wir nur vorne die Aussicht und hier an der Seite nicht. Hier vorne noch das Fenster hin und dann hier vorne das Fenster hin. Jetzt haben wir 2 Fenster, Leute. Und wisst ihr, was fehlt? Ich finde, der hintere Teil hier sieht nicht so cool aus. Wir können hier eigentlich den Propeller jetzt hinbauen. Hier vorne, aber der muss halt viel größer sein. Und ich würde sagen, wir machen den aus Redstone. Ganz genau, Leute. Ihr habt richtig gehört, aus roter Farbe. Aber ihr wisst ja, mein Flugzeug oder... Das wie Flugzeug, meine Hubschrauber muss ja auch funktionieren. Das heißt, ich werde hier vorne auch die dicksten Propeller aus Redstone bauen. Weil ihr wisst, Redstone lässt sich gut aktivieren in Minecraft. So, zack, zack, zack. Okay, Leute, es gefällt mir.
Es gefällt mir sogar sehr gut. Obwohl, wir können das Ganze, glaube ich, noch besser machen. Einen Moment, Leute. Wir können das Ganze bestimmt noch besser machen. So, wir machen das Ganze hier weg. So, zack. Hier vorne platzieren wir jetzt diese Blöcke. So, Leute. Und ich glaube, so sieht das, der hintere Teil vom Flugzeug besser aus, Leute. Ihr wisst ja, ganz hinten ist immer dieser Schwanz vom Flugzeug. Das ist der Heckrotor, Leute. Und der hilft dem Flugzeug hier hinten immer. Der hintere Motor, den kennt ihr ja alle, Leute. Und der stabilisiert sozusagen das Flugzeug, wenn es landen will. Das ist der Anti-Drehmotor, nennt man den auch. So, zack. Und den bauen wir hier vorne jetzt hin. Aber stopp mal, Okri, bist du eigentlich fertig? Nee, noch nicht. Aber gleich. Ich bin fast fertig, Billy. Ey, Okri, du weißt schon, ich glaube nicht mehr 2 Minuten für uns und dann müssen wir schon fertig sein. Ich glaube, wir haben sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, weil die Sonne steht noch immer und es ist noch immer tagsüber. Aber gleich hast du recht. Ja, gleich ist es soweit. Okay, wir müssen uns echt beeilen. Es ist schon... Also pass auf, okay? Ich passe sowas von auf. Okay, Leute, wir müssen uns echt beeilen. So, aber zum Glück sind wir echt fast fertig, weil wir haben hier vorne nur noch den Heckrotor zu Ende gebaut. Ich finde, das sieht eigentlich sehr gut aus. Naja, wir können das Ganze noch ein bisschen ausbessern, wie zum Beispiel mit diesen Falltüren. So, zack, wir platzieren die einfach hier vorne. Und das Coole ist, die Redstone-Blöcke, die aktivieren die direkt. Und dann sind direkt hier unten. Wow, der hintere Teil von meinem Helikopter sieht echt super aus. Ich habe den ersten Propeller hier hinten fertig. Und jetzt, Leute, muss ich den oberen Propeller fertig bauen. Der ist nämlich auch der wichtigste und der Hauptpropeller sozusagen. Denn die oberen Propeller, die nennt man Rotorblätter. Und die... treiben das Flugzeug sozusagen an und wegen dem, also nee, den Helikopter und deswegen kann der Helikopter fliegen, Leute. Der wird nämlich durch den Antrieb von denen hier in die Luft geschleudert sozusagen. Und ich hoffe, diese Propeller werden auf jeden Fall gut, weil wenn nicht, dann kann ich am Schluss nicht abheben. So, wir müssen uns anstrengen, aber das sind kleine Propeller. Ich muss die größer machen und wir müssen natürlich die Steuerung von innen und die Sessel und alles noch unten hinbauen. Am besten noch einen Fernseher für unsere Familie. Wir bauen den coolsten Helikopter aller Zeiten. Leute, aber wir haben nur noch 3 Minuten, glaube ich, Zeit, deswegen lass uns mega beeilen. Ich glaube, aus diesen Falltüren sind die Propeller eigentlich auch besser, oder nicht, Leute? Wenn man das hier raus, so sieht das Ganze noch viel, viel besser aus. Zack, 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 zack. So, hier oben erhöhen wir das Ganze ein bisschen. Dann hier so. Und Leute, wir haben die größten Propeller und ich glaube, die müssten sogar funktionieren. Weil die werden bestimmt einen richtigen Luftwiderstand erzeugen, sodass der Helikopter abhebt. Das hoffen wir natürlich, Leute. Somit sind meine oberen Propeller auch jetzt fertig. So, hier vorne fehlt noch was. Und Leute, ich würde sagen, es wird Zeit, die Inneneinrichtung fertig zu bauen. Für meinen Helikopter. Der sieht mega aus. Was sagt ihr? Ich finde, das sieht so toll aus. Und bei Billy, na gut. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Ich will ja nicht, dass seine Familie... Oh, wir müssen die wahrscheinlich am Schluss retten, seine Familie und Billy auch. Weil es wird niemals in die Luft kommen. Okay, Leute, die Sonne ist fast unten. Wir müssen jetzt ganz schnell die Inneneinrichtung machen. Wir müssen hier auch eine Tür eigentlich reinbauen, damit wir irgendwie reinkommen. Wo müssen wir die reinbauen? Okay, ich mach die hier vorne rein. Ich glaube, hier vorne passt sogar. Wir suchen mal nach einer passenden Tür ganz schnell. Okay, beeil dich schon. Wir müssen schnell machen. Die Sonne ist fast unten. Ja, ich beeile mich ja schon. Oh nein, Leute, die Zeit ist echt ein Problem. Aber ich glaube, hier vorne haben wir die perfekte Tür. Metallfenstertür. Die ist auf jeden Fall sicher genug, sodass hier keiner rausfliegt, während wir fliegen. Okay, Leute, das sieht prima aus. Hier vorne können wir dann sozusagen rein. Aber warte, wir brauchen auch noch einen Hebel, damit es hier alles sicher ist, Leute. So, zack. Und jetzt können wir die Tür auf und zu machen. Oh, der Hebel ist kaputt gegangen. Wir brauchen einen Knopf. Wir nehmen den Knopf. Und, komm schon. Oh, hier vorne funktioniert es gar nicht. Warte mal, hier müssen wir die Tür platzieren. Wir müssen die Tür hier vorne platzieren, Leute. Und jetzt wird es auf jeden Fall funktionieren. Und rein da. So, zack. Wir sind in unserem Helikopter drin. Und jetzt werden wir hier vorne die Steuerung hinbauen. So, wir nehmen uns ein bisschen Redstone, Leute. Boom, boom, boom. So, zack. Redstone-Fackel, Redstone-Dies. Und jetzt platzieren wir hier den Redstone-Komparator, Leute. Heißt der, ganz genau. Komparator. Und den Redstone-Verstärker brauchen wir auch hier auf der Seite. So, zack, zack, zack. Dann Redstone-Staub. Und das Ganze verbinden wir hier vorne nochmal mit einer Redstone-Fackel. So, und hier vorne auch. Boom. Und jetzt haben wir unseren Antrieb sozusagen fertig und können hier vorne alles steuern, indem wir das hier einfach alles umklicken. Hier geht's nach rechts, hier geht's nach vorne, nach oben und nach unten. Sobald das hier aus ist, geht's nach unten. Sobald das an ist, geht's nach oben. So, wenn man das hier alles wieder gerade, nach links geht's hier lang und nach rechts da. Ich glaube, ich werde Pilot, Leute. Helikopterpilot. Leute, und jetzt müssen wir noch ganz schnell hier unten alles fertig machen im Helikopter. Wie wäre es mit einem TV? Genau das wollte ich ja benutzen, um hier für meine Familie auch einen richtig coolen Aufenthalt zu machen. Und nicht, dass sie Angst haben vor den ganzen Zombies. Sie müssen sich ja irgendwie auch ablenken. Deswegen werde ich hier vorne nicht bei den Fenstern. Das sind ja die Fenster. Hier hinten passt es eigentlich prima. Ich werde hier vorne einfach so einen Fernseher platzieren. So.
Und hier vorne kommt dann ein Sofa hin. Und natürlich, welche Sofa nehmen wir uns, Leute? Die hellblauen Sofa, die sind die besten. Und die platzieren wir hier vorne. So, jetzt kann man sich hier einfach hinsetzen. Richtig schön Fernsehen, Leute. So, perfekt. Und Leute, schaut euch das mal an, wie cool ist das? Einfach ein Fernsehen im Helikopter drin. Hier kann man einfach zum Beispiel SpongeBob Schwammkopf schauen. Lass uns mal SpongeBob Schwammkopf anmachen und mal schauen, ob es klappt. Und wow, schaut mal, es funktioniert wirklich einfach SpongeBob Schwammkopf im Fernsehen. Let's go. Das ist so lustig. Da wird sich der Ukri, das Ukri Junior Baby auf jeden Fall freuen. Papa, was hast du gesagt? SpongeBob? Oh nein, Leute, hast du schon die Überraschung gehört? Ja, ich mag SpongeBob, aber hier ist kein Fernsehen oder sowas. Leute, die Sonne ist fast unten, der Mond ist fast oben. Okay, wir müssen weitermachen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist ein Kühlschrank für unsere Familie. Eine Kühlbox und eine richtige Küche, wo man auch Essen machen kann. So, wir brauchen einen Herd oder am besten einen Ofen. Hier vorne haben wir doch einen Herd. So, zack. Den platzieren wir hier vorne. Nicht neben dem Sofa, sonst fackelt das noch ab, Leute. Wir müssen echt aufpassen. So, hier vorne. Und der Kühlschrank kommt dann... Wo passt ein Kühlschrank hin? Ich würde sagen hier, oder? Oder einfach hier neben. So, ich glaube, das passt eigentlich. Dann ist er einfach direkt neben dem Sofa. Und wenn man hier sitzt, kann man sich einfach direkt Snacks aus dem Kühlschrank rausnehmen. Welche Snacks tun wir jetzt da rein? Wir holen uns die coolsten und leckersten Snacks aller Zeiten. So, mal schauen, was wir hier alles haben. Wow, Tomaten. Nee, die sind rot. Die will ich nicht. Ich will irgendwas Blaues. Blaubeeren vielleicht? Sushi-Rollen. Boah, die sind lecker. Von denen schnappen wir uns ganz viele. Salmon-Rollen. Hier Lachsbisschen ist auch übel lecker. Wow, Hühnchen-Sandwich, ein Hamburger. Speck-Sandwich, wow, lecker. Teigtasche, noch leckerer Meloneneis und Honigkekse. Ich liebe Honigkekse über alles, Leute. Wenn ihr wüsstet, ich mag die so sehr. Das packen wir jetzt alles hier in den Kühlschrank rein. Lecker, lecker, lecker. Und hier vorne tun wir jetzt noch eine Bratpfanne drauf, wo wir zum Beispiel ein Ei kochen können, Leute. Wo sind unsere Eier? Braten meine ich natürlich. Können wir das Ei hier braten? Wir können es braten! Let's go! Okay, wir braten jetzt Rührei. Oh, Spiegelei! Oh, wie lecker, das essen wir jetzt auf. Hier, warte mal, ich schenke das Ukri Junior. Oh, wir haben hier vorne noch gar keinen Knopf platziert. Das brauchen wir natürlich auch. Oh, wir sind fast fertig. Ukri Junior, schau mal, was ich für dich habe. Papa, was ist das denn? Lecker Rührei. Ganz genau, das für unseren kleinen Ukri Junior. Für die Proteine. Oh yeah. Bist du jetzt endlich mal fertig? Ja, ich bin ja gleich fertig. Oh Mann, Leute, die wollen, dass ich jetzt endlich mal abhebe, bevor es nachts ist. Es ist nämlich gleich nachts. Okay, so, Rührei haben wir, Bratpfanne haben wir. Was fehlt uns noch, Leute? Fehlt uns irgendwas? Eine Couch haben wir auch für uns alle drei. Am besten tue ich die noch ein bisschen nach vorne. Ich glaube, so sieht es auch ein bisschen besser aus. Ja, hier ist dann mehr Platz. Ah, ich habe eine Idee. Betten brauchen wir, falls wir schlafen wollen. So, wir könnten eigentlich auch auf der Couch schlafen, aber nein, Leute, wir platzieren hier drei Betten für jeden einmal. Und was fehlt noch? Irgendwas Cooles für meinen kleinen Sohn, Mann. Wie wäre es mit einem Trampolin? Ein Trampolin platzieren wir, okay? Hier drin im Helikopter drin, obwohl lieber nicht, sonst fliegt er doch aus dem Fenster. Leute, das ist nicht so sicher. Nicht nachmachen bitte zu Hause. Aber wir platzieren hier so ein kleines Trampolin. Okay, da passiert schon nichts. Da fliegt er bestimmt nicht aus dem Fenster. Hoffe ich zumindest. So, okay, ich bin fertig, würde ich sagen, ne? Und wie sieht's bei dir aus? Du bist schon fertig, Billy. Ja, ich glaube, ich bin auch fertig. Ich habe eigentlich alles, was man braucht. Stimmt, ich habe alles eigentlich. Ganz sicher, Okri? Ich kann eigentlich schon anfangen. Ja, warte, ich brauche nur noch einen Stuhl hier vorne, wo ich mich hinsetzen kann als Pilot. Aber ansonsten können wir abheben. Dein Ernst, Alter? Deine Familie hast du doch nicht reingetan? Komm mit dir, komm rein. Ganz genau, du musst uns das erst reintun. Papa, komm schon, hol's rein. Okay, komm schon, dir, komm mit. Also meine Familie ist schon längst drin, echt peinlich. Ich mach hier eine Treppe rein, komm schon, Leute. Ich leg mich schon mal hin, es ist schon so spät und die Zombies kommen gleich, ich will das nicht miterleben. Papa, ich leg mich auch gleich hin. Ja, was, schau dir das nochmal an, hier vorne einfach Fernsehen und alles. Okay, Leute, legt ihr euch schon mal hin, ja? Ich werde das regeln mit Billy zusammen. Unsere Helikopter werden gleich starten. Ukri, aber ich bin ehrlich, von außen gesehen ist mein Helikopter tausendmal besser. Nicht wirklich, Billy. So, die beiden schlafen jetzt. Und jetzt würde ich sagen, Billy, müssen wir es richtig ernst machen, okay? Jetzt müssen wir richtig ernst machen. Wir müssen nämlich jetzt unsere Helikopter starten. Aber erstmal will ich deinen Helikopter von innen mir anschauen. Und ich muss schauen, ob der wirklich sicher ist, okay? Nicht, dass deine Familie da einfach gleich in die Zombies kommt. Ja, ich bin auch gespannt auf deinen. Ich will es gleich auch mir noch mal genauer ansehen. Aber ich würde sagen, komm erstmal rein. Wo ist die Tür überhaupt? Die Leiter hoch. Die Leiter hoch, okay? Wo denn wohl? Natürlich hier in der Falltür. Das ist doch bei jedem Helikopter so, mein Lieber. Da fliegt man ja einfach runter. Dein Sohn kann sich da richtig verletzen. Was machst du denn, Billy? Bist du verrückt? Mein Sohn ist Pupsi. Du weißt doch, sein Name ist Pupsi. Der kann sich nicht verletzen. Das ist mein Sohn. Also, der sieht aber schon so aus, als ob der dreimal auf den Kopf gefallen wäre, sag ich dir ehrlich.
Das waren 5 Mal. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir erstmal hier an. Hier hat er ein Trampolin im Helikopter. Das heißt, er kann hier rumspringen. Ja, let's go. Okay, das ist ein bisschen groß, Trampolin. Also nicht, dass er aus dem Glasfenster hier fliegt oder so, ne? Ach, alles gut. Das ist richtig fest. Schau mal. Zack. Das wird schon nicht passieren. Kein verstärktes Glas, Billy. Oh nein. Okay, ein naja, riesiger Fernseher. Wir weiter. Das ist auch genau, cool hier ein riesiger eigentlich. Fernseher Billy, mit dem Sofa und hier Billy, noch ein Feuerplatz, ist, damit sie sich aufwärmen Ultra können. 3000 Fernseher. Aber schau mal hier vorne. Feuerplatz, bist du verrückt? Sich aufwärmen. Schau der mal. Let's go. Ist aus Holz. Der brennt gleich ab. Der fackelt gleich ab, Billy. Bist warte, meine Frau hat auch irgendwas davon gesagt. Wird schon nichts passieren. Das halt ist richtig gut. Also, es tut mir leid, aber ich glaube, ihr werdet gleich alle... Okay, ich will nichts falsch sagen. Wo ist deine Steuerung? Steuerung? Warte, das habe ich auch schon natürlich vorbereitet. So, zack, zack, irgendwie so und dann so. Okay, dann na so. Gut, mal schauen, ob das gleich funktioniert. Wir werden gleich abheben, steuern, hast du vergessen? So, zack, wir werden gleich perfekt. Abheben. Okay, lass uns schnell wieder nach oben. So, zack, raus da. Und jetzt will ich mir das Ganze nochmal anschauen. Okay, was warst du da? Junge, komm, wie kommt man eigentlich wieder raus, wenn man im Survival ist? Ja, hast Junge, da kann man sich zurückbauen, irgendwie abbauen. Du hast an nichts gedacht, Billy, du hast an nichts gedacht. Wo ist dein hinterer Propeller? Ohne den kannst du nicht fliegen, weil der korrigiert doch alles. Hier ist mein Propeller. Das ist auch ein Propeller. Ich sehe den gar nicht, Billy. Dann hier mache ich ihn deutlicher für dich, weil du bist Billy, blind. Was ist das und was ist das für ein Propeller? Ein Pups-Propeller? Das wird nicht klappen, Billy. Ich kann es dir das sagen. Wird die klappen. Die werden dich auffressen. Ich habe kein Mitleid mit dir. Wie kannst du sowas sagen, okay. Alter? Nee, weißt du was? Schau dir mal ich zu deinen jetzt. Nee, da gehe ich jetzt zu deinen. Warum ist hier Lava? Schlecht, Uki. Das hast du dahin platziert, dein Ernst? Leute, hört ganz genau zu. Ihr müsst jetzt Billy davon überzeugen, dass mein Helikopter viel besser ist und er seine Familie hier reinholen soll, bevor die ganzen Zombies kommen. Leute, schreibt alle eine 1 in die Kommentare, damit Billy Bescheid weiß, dass mein Helikopter viel besser ist. Junge, ist dein Ernst? Leute, schreibt alle eine 2 in die Kommentare, damit er weiß, dass mein Helikopter besser ist und er auf jeden Fall fliegen wird. Nein, meiner ist besser, Leute. Alle eine 1 in die Kommentare, schnell. Nee, weißt du was, Uki? Dann schaue ich jetzt mal rein, okay? Hast du gehört? Du hast ihn doch schon gesehen, Billy. Der ist viel besser. Komm nicht mal. Wie hast du dir vorgestellt, komm mal hier rein? Hm? Billy, jetzt komm mal schnell, die Zombies kommen. Komm nicht hier rein. Alter, das ist unmöglich. Eine Minute relativ krass. Das ist richtig krass. Okay, Billy, ich würde sagen, wenn du mir nicht glaubst, setzt du dich in deinen Helikopter. Setzt du dich in deinen Helikopter? Ich setze mich in meinen Helikopter und dann fliegen wir los. Alter, das reicht mir. Das ist hier eigentlich voll cool. Das ist voll schlecht, Alter. Was ist das denn? Zack, das habe ich nicht geklaut. Was machst du? So, und hallo dir und hallo Sultchen. Und Steuerung klappt auch irgendwie gar nicht. Warte mal, es ist schon Nacht. Oh nein, die Zombies, geh schnell in deinen Helikopter. Wir müssen los. Zombies! Was soll ich tun? Kreativmodus dran, geht langsam weg. Kreativmodus geht weg, Leute. Okay, du bist auch im Survival-Modus. Billy, unter diesen richtig vielen Zombies, die werden jeden Moment den Helikopter aufschneiden. Die werden da gleich alles auffressen. Das werden sie nicht, denn mein Helikopter ist stabil genug. Okay, ich gehe runter und viel Glück, Leute. Schnell, Helikopter starten. Okay, Leute, alle nochmal liken, abonnieren und 3, 2, 1. So, Freunde. Okay, Freunde, ich muss jetzt auch den Helikopter starten. Ich hoffe, ihr schafft das. Wie geht das nochmal? Ich hoffe, du schaffst das. Einfach drücken. Komm schon, Uki. So, zack. Was passiert? Es passiert was, meine Propeller dreht sich. Es passiert bei mir Infinite. Leute, lass... Wow, Leute. Das muss irgendwie klappen, bitte. Geschafft. Wir sind oben, Freunde. Unsere Propeller bewegen sich. Ich spür was. Das war mein Pups. Oh nein. Egal. Billy ist doch immer da unten. Uki, hast du... Billy, du bist doch immer da unten. Geschafft. Ich hab's geschafft, Uki. Ich komm nicht hoch. Deine Familie, du musst sie retten. Oh, Billy, was machst du? Ich hab ne Idee. Ich werde dich retten. Keine Sorge. Wo willst du denn hin, Uki? Du hast uns doch gerettet. Ich hab zwar unsere Familie gerettet, aber ich muss auch meinen Freund Billy retten. Und seine Familie. Denn Leute, ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Aber Papa, pass bitte auf dich auf, okay? Bitte, ich will dich nicht verlieren. Leute, ich muss es tun. Aber zum Glück habe ich noch hier was in der Schublade. Ich muss es tun, es tut mir leid, ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich werde alle retten, Leute. Unser Helikopter funktioniert, aber ich muss Billy noch retten, Leute. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns. Ich habe euch immer geliebt. Okay, bitte nicht. Bitte tu das nicht. Doch, ich muss es tun und... let's go. Billy, ich komme dich retten. Billy.
Und die ganzen Zombies kommen hier hin. Oh nein, Leute, egal, wisst ihr was? Ich habe meine Bazooka! Okay, was bist du nicht mit Jetpack? Huh? Ich reite dich, Benny! Alter! Ich reite dich! Warte, okay, ich muss hier. Ey, ganz vorsichtig, ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Junge, du hast mich selbst getroffen, Alter. Es tut mir leid, Benny, aber ich habe die ganzen Zombies was erledigt. Ich werde sie alles zerstören. Und dann kommt immer mehr hoch. Billy, schau mal, ich habe alle Zombies erledigt. Leute, wir schaffen das. Wir werden Billy retten. Und boom, nimmt das, Alter. Ja, ich habe alle Zombies erledigt. Alles sind weg. Zack, ich helfe dir. Ich helfe dir, Uchi. Billy, alle Zombies sind schon weg. Ich lasse meinen Freund niemals in den Stich. Ich komme nicht raus. Okay, Leute, damit würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke. Unsere Familie ist gerettet. Wir haben alle Zombies. Billy, ich habe alle Zombies zerstört. Ja, Uchi, ich helfe dir. Schaut auch gerne bei Billy vorbei. Ich habe alle Zombies schon erledigt, denn er hat aus seiner Sicht das auch alles aufgenommen, wie er seinen Helikopter gebaut hat. Dann seht ihr auch seine ganzen Special-Sichten noch. Und damit würde ich sagen, Leute, drückt hier vorne noch auf unseren Geheimkanal, vorne Kanal. Checkt da gerne vorbei. Alles ab. Abonniert alle meine Freunde, die haben es wirklich verdient. Und Leute, damit würde ich sagen, lasst ein Like da. Easy peasy, Alter. Alles hat 200.000 Abonnenten, Alter. Ciao, Leute. Drückt auf die nächste Folge hier vorne. Die nächste Folge. Ah, was soll das, Billy? Ah, drückt auf die nächste Folge hier vorne. Schnell, Leute. Schnell, Leute. Peace.